Moin Moin, meine lieben Zockerfreunde. Ich darf euch herzlich begrüßen im Jahr 2019. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Seid gesegnet und gesund ins neue Jahr gekommen. Ich hoffe es zumindest. Ich weiß es ja nicht. Ja, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt am ersten Video des Jahres 2019. Wir sind bei knapp 4200 Abonnenten. Es ist der Wahnsinn. Und der Wahnsinn geht weiter. Und zwar in dem Sinne, dass wir mit Transportfieber weitermachen. Erstmal möchte ich natürlich nochmal ansprechen, eure Vorsätze. Vielleicht habt ihr ja irgendwelche speziellen Vorsätze. Was habt ihr vor dieses Jahr? Was habt ihr euch vorgenommen? Ich zum Beispiel habe mir vorgenommen, mehr Bewegung, mehr Sport, weniger Schokolade. Ich zweifle dran, dass ich das schaffe, aber hey, es ist halt so, was sollen wir machen? Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren mal schreibt, was ihr so da euch vorgenommen habt und ob ihr und wie sehr ihr denkt, dass ihr das durchgesetzt kriegt. Ja, schauen wir mal. Ein neues Jahr, ein neues Glück, ein neues Projekt. Das jetzt lasse ich jetzt einfach mal im Raume stehen. Erstmal möchte ich mich natürlich herzlich bedanken für das Jahr 2018. Das war ein eindrucksvolles Jahr. Wir haben uns sehr gut weiterentwickelt, was Transportfieber angeht. Wir haben die Staffel 5 derzeit bei Folge 118, 117, irgendwie sowas in dem Bereich. Ich weiß es gar nicht ganz genau, wie schlecht vorbereitet. Wollte ich gar nicht unbedingt erwähnen. Aber ihr wisst, spontan, ungeschnitten ist es ja am schönsten. Ja, also, neues Projekt. Pass auf, ich habe da was für euch. Wie ihr seht, seht ihr nichts? Doch, ihr seht, ach, siehst du, haben wir ja schon fertig. Und zwar habe ich mir da eine Folge von mir rausgesucht. Wir haben ja schon mal das Projekt gemacht, City Skylines. Und zwar haben wir das Projekt nämlich schon mal gemacht, dass wir nachher abgebrochen haben. Ich möchte aber gerne ein Singleplayer-Projekt haben, wo wir selber was machen, wo ich auch alleine was machen kann. Also ich kann auch in einem anderen Projekt alleine was machen, aber ich möchte es halt gerne mit Manu weitermachen, weil es ist absolut cool mit Manu. Es kommt sehr gut an und es macht sehr viel Spaß. Es ist halt so ein bisschen die Herausforderung. Und Manu hat wirklich viel Ahnung von dem Spiel Transport Fever, deswegen wäre es fatal, wenn ich so blöd wäre und das alleine weitermachen würde. Deswegen möchte ich das gar nicht und möchte an dieser Stelle natürlich Manu nochmal danken. Super genial, dass du bei uns bist. In jeder Hinsicht. Ob Community, ob jetzt bei uns im Live-Let's Play, du bist ein hundertprozentiger Gewinn für unsere Community. Vielen Dank, dass du da bist. Dann haben wir unseren Amix. Unseren Amix, den möchte ich natürlich auch nochmal danken. Amix, du bist auch ein absoluter Gewinn. Seit über drei Jahren bist du jetzt schon bei uns mit in der Community. Absolut mega. Absolut mega. Ich möchte niemanden, der bei uns in der Community ist, missen. Das macht absolut Spaß. Es ist ein tolles Zusammenleben. Jeder hat seine Macken und ich finde das toll, dass ihr meine Macken mitertragt. Ja, ihr seht jetzt hier, warte mal, da rechts im Bildschirm seht ihr City Skylines, wie gesagt. Ja, da würde ich eigentlich ganz gerne wieder mit anfangen. Ich habe mir in der letzten Zeit ein paar Videos angeschaut. Ich habe mir natürlich gedacht, was machen wir für ein Projekt? Im Moment haben wir nur ein Projekt. Und das ist Transportfieber. Das läuft vier Tage die Woche plus Live-Let's Play, sind fünf Tage die Woche. Trotzdem würde ich ganz gerne mal ein bisschen was anderes machen. Und da kommt natürlich das Ganze ganz gelegen. Es ist ziemlich ähnlich. Es ist halt nur Städtebau, aber auch viel Schönbau mit drin und auch viel mit Nahverkehr und alles andere, Entsorgung und Co. Da freue ich mich schon drauf. Es gibt ganz tolle Mods, die man damit verwenden kann. Und ja, das würde ich mir eigentlich ganz gerne wünschen. Ich würde gerne von euch auch noch wissen, was ihr dazu denkt. Wollen wir das machen, wollen wir es nicht machen? Was denkt ihr zu dem Spiel? Wie häufig würdet ihr euch das wünschen? Ich mir persönlich habe aufgeschrieben, 2 bis 3 Videos pro Woche. Da ich in der zweiten Woche diesen Jahres Urlaub habe, dann könnte man das natürlich richtig groß anfangen mit einem Live-Let's Play zum Beispiel, die erste Folge, sodass wir halt zusammen vielleicht ein paar Ideen aufschreiben, die ich dann in den nächsten Folgen vielleicht mit einbinde. Das wäre jetzt so die Idee. Ja, Live-Chat haben wir jetzt hier unten nicht. Ich habe jetzt einfach mal den Vordruck genommen, den ich habe, weil ich finde das ganz toll mit diesem Fernseher-Seite. Das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. So. Ja, wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so an Vorsätze habt für dieses Jahr. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr Kommentare dazu schreibt, was zu City Skylines, was ihr dazu denkt. Dann muss ich mich nochmal entschuldigen an dieser Stelle. Wir haben über Weihnachten und Neujahr sehr wenig Kommentare beantwortet. Es lag einfach daran, dass ja, Real Life geht vor.
Meine Familie brauchte die Zeit mit mir, ich brauchte die Zeit mit der Familie. Ich habe mir halt so ein bisschen so eine kleine Auszeit genommen. Klar haben wir das Live-Let's Play gemacht, aber trotzdem habe ich mich ziemlich weit zurückgehalten, auch was Gaming in letzter Zeit betrifft. Und ja, das ist eigentlich schon ja, ein ziemlicher Einschnitt gewesen zu dem, was wir vorher halt hatten. Ich möchte es auch nicht großartig wieder alles rückgängig machen, aber ich möchte natürlich wieder ein bisschen mehr aktiv werden und das möchte ich halt in der nächsten Woche nachholen. Gut, kommen wir zum nächsten. Live oder halt abends mit meiner Frau zusammen spiele ich gerne Atlas. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Atlas ist ein neues Spiel von den Machern von Ark und das wollen meine Frau und ich ganz gerne weitermachen und ich weiß nicht, wie da euer Interesse im Moment ist. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr das überhaupt kennt. Ich werde da demnächst auch nochmal einen Livestream zu machen, sodass ihr da halt nochmal reinschauen könnt, was ihr vielleicht darüber auch denkt. Würde mich auch gerne in den Kommentaren interessieren, was ihr dazu meint. Also es gibt viele, viele Sachen, die wir noch nachzuholen haben. Deswegen schauen wir mal, wie das Ganze so wird. Ja, dann habe ich nur noch zu sagen, dass die Weihnachtszeit endlich geduldig durch ist. Ich hoffe, ihr habt euch nicht so überfressen wie ich. Wir haben so viel gegessen. Oh. Eigentlich müsste ich ins Fitnessstudio, aber naja, ist alles nicht ganz so einfach, wie man sich das immer vorstellt als Familie. Familienvater, Arbeit. Müsste man halt wieder YouTube ein bisschen vernachlässigen, aber das wäre auch nicht ganz so. Naja, gut. Gut, wie gesagt, mit den Infos lasse ich euch jetzt einfach mal in Ruhe. Ich hoffe, ihr habt schön gefeiert. Das Video wollen wir auch nicht allzu lang machen. Ich komme damit nicht zurecht, weil ich zeige jetzt eigentlich nach rechts, aber zeigt. Okay, pass auf. Also, dieses Video könnt ihr auch finden, ist eins meiner meistbesuchtesten City Skylines Videos. Könnt ihr auch bei mir auf dem Kanal finden. Ja. Gut, dann war es eigentlich soweit alles von mir. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die gerne. Ungeschnitten, das bleibt jetzt drin. Könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Wenn ihr noch kein Abo habt, nehmt eins mit und schaut auch wieder rein, wenn es heißt live auf Twitch oder halt auch live auf YouTube oder zu einem neuen Projekt. Macht die Bimmel an. Apropos Bimmel. Dililit. Haben wir ja auch noch. Auch in City Skylines können wir das tolle Glättungstool benutzen. Das ist eine ganz klare Aufgabe für das Glättungstool. Und ich hoffe, wir werden ein wenig Spaß haben in diesem Jahr 2019. Vielen Dank und ich freue mich auf euch. Euer Kante. Tschüss.